oder? Weil du Heizungskosten. Für Baujahr? 1909. Weißt du, der älteste ist, oder? Ja. Nein, 1908. Ja, ehrlich? Da sehe ich da hinten, der Fünfer. Ja, Wahnsinn. Jetzt. Das geht nicht. Ja, was hier los? Hier laufen, ja. Ich bin nicht schräg. Das Ding rennt immer. Da braucht man kein Werkzeug. Es ist was dabei. Kleinigkeiten. Und euer Applaus ist ja sicher. Auch aus dem Ländle ins Berchtesgadener Land. Er hat das Auto überarbeitet, das Chassis 40 Kilogramm leichter gemacht als die S. Ferrari-Fans. Aber es gab einen einzigen Sieg von diesem Auto. Das Problem war, das Auto war technisch nicht ausgereift gegenüber dem Porsche. Sie hatten oft Getriebeschaden, sie hatten auch Motorschaden. Sie waren immer schnell, sie waren auch oft die Pole Position, aber am Ende war das Rennen ist immer zu Ende, wenn man die schwarz-weiß karierte Flagge sieht. Und das war leider nicht oft der Fall. Ein Erfolgsmodell der Amerikaner. Ein echter Hingucker, ein Luftgekühlter. Und wenn der richtig die Drosselklappen senkrecht stellt, da hat er noch richtig Sound, so wie wir das auch vom 911 gewohnt sind. Ich möchte ihn aber nicht kaputt machen. Ich hebe auf für meinen Enkel. Das ist vernünftig, wenn die Enkel den dann noch haben wollen. Weil heute nur noch mit Tablet und mit Handy rumhantiert wird. So, dann Herr Hansmann. Das meinte ich. Das war für heute erstmal das Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie da sind. Gute Zeit. Und hier haben wir jetzt den Vorläufer. Und wir freuen uns natürlich auf Sie. Der Porsche hat angeboten nicht nur das Coupé, sondern eben halt das Cabriolet. Und ich kann Ihnen sagen, mein erster Autokontakt mit 18 Jahren, Porsche 356 Cabriolet, offen, hinten der Schall aus diesen Stoßstangenhörnern, und 70 Jahre Porsche, meine Damen und Herren, hier 356 Cabriolet, jetzt in der Auswahl. Für unseren Schweizer Innocenti-Fan, der uns doch, ich sag mal, die englisch-italienische Kooperation hier vorführt. Ja, Siegfried, es ist kurz nach 3 Uhr und wir haben gesagt... Lieber Hannes, für die Intro, dieses Jahr nähert sich ja zum 50. Mal leider der tödliche Unglücksfall von Ludovico Scafiotto, genannt Lulu Scafiotti. Und ich freue mich sehr, dass ich hier seinen Sohn Luigi Scafiotti begrüßen kann, bei uns hier in, am Rossfeld im Berchtesgaden. Und vor allem auch herzliches Grüß Gott nochmal, very welcome to Paola Rivolta, who has written a very interesting... Fraktion Arbat, 850er DC Nürburgring. 63er Baujahr, 4 Zylinder, 850 Pferdestärken, nein, Hubraum 850 Kubikzentimeter und 58 Pferdestärken im Heck. Wir sind jetzt hier mit dem wunderschönen Abarth, mit dem Carlo Abarth, der Österreicher, der in Italien viele, viele schnelle Autos gebaut hat, bis hin zu mehr als 3 Liter Hubraum. Wir haben ja zahlreiche Marken, zahlreiche Typen an Fahrzeugen hier am Start, meine sehr geehrten Damen und Herren, aber jetzt haben wir da was Besonderes hier am Start. Ins Lenkrad greift Kari Enzmann. Kari Enzmann, und das ist auch ein Enzmann. 160, viel Spaß, alles Gute! Unseren Fahrer aus der Schweiz, bitte schön. Alfa Romeo GTA und ein leichtes, ein
Renntourenwagen der leichten Version. Herzlich willkommen, schöne Tage bei uns. Applaus für Joachim Rupp, meine Damen und Herren, dem Escort, der ja deutsche Rundstreckenmeisterschaften ja erfahren hat. Und morgen am Hessensitz Felix Müller als Navigator am Berg mit dem Alfa Romeo 1900 CS hier in Berchtesgaden und morgen vor allem viel Spaß am Berg. So verdichten sich, meine Damen und Herren, die Packungsdichte der originalen Fahrzeuge wird immer höher. Kann man, dass man mit so einem wunderschönen Auto schnell fahren wird, geht das eigentlich? Ne? Ja, jetzt schreiben wir wieder österreichische Motorsportgeschichte. Österreich-Schweiz Motorsport. Hans Egi bringt diesen Steierbuch 650 DR2 Europa. Besonders sind Sie zum ersten Mal hier im Rossfeld? Wunderbar, dann dürfen wir Sie mit einem großen Applaus hier in Berchtesgaden begrüßen, wünschen Ihnen ein tolles Wochenende am Berg und freuen uns, dass Sie den Mondsee aus dem Jahr 35 zu uns gebracht haben. So, und da haben wir die Nummer 2. Ja, BMW 507, Startnummer 97. Das ist natürlich ein echter Hingucker, das war ein Highlight schon damals und ist ein Highlight heute. Da. Das sind wieder die technischen Highlights, wo wir vom Mitkommentatoren auch immer noch wieder vom Siegfried Schlüter lernen. Vielen Dank und viel Spaß dem Peter Jäger. Und als nächstes haben wir die Nummer 8 zu. Jetzt haben wir die Nummer 9. Und hier das der Gründungsmann mit Herbert Klinge, die Sicherheitsstaffel im Rennsport heute, das, was der in der Fortsetzung Bert Mailänder zeigt. Danke und wir genießen euch noch die nächsten 2 Tage hier am Berg. Mein lieber Helmut. Ja, ich mache gerne weiter, lieber Siegfried. Ich habe mich in der Tour mit dem Hans Peter Becker konkurriert hast, wie ich gleich was schlau gemacht wollte und damit dieses Auto als eines der ersten hergestellten Autos mit einer Glasfaserkarosserie war und das Auto lange Zeit. Superbau, Europameister mehrfach, hat sich am Ende seiner Form im Superbau gesagt, das Auto mit 2 Hertz, das heißt, warum hat er das so aufgebaut? Ein Motor hinten, ein Motor, alles am jawohl, geht doch. Ja, Startnummer. Das ist normale 1104er Motor, der wo allerdings noch ein bisschen frisiert wurde vom Mustang Wheeling. Und später, glaube ich, hat er dann auch selber Motoren gebaut, die waren doch noch ein bisschen besser. Sagt man. Sagt man. Aber nichtsdestotrotz, Stangolina, ein großer Name im Rennsport, auch in dem normalen, ich sag mal, Sportwagenbau. Applaus für den Eigner. Stangolina, wunderschöne italienische Sportwagenmarke. Eine auch schnittige Karosserie, damals speziell kreiert im Jahr 1964 für den Rennsport. Ich glaube, ursprünglich hatten die TVRs 6-Zylinder-Motoren und 4-Zylinder-Motoren sogar und sind dann eben für den Rennsport ausgestattet worden mit 8-Zylindern, großvolumigen 8-Zylindern, ähnlich dem Konzept, das bei der Cobra verwendet wurde. Griffith 200. So, jetzt haben wir ein Rallye-Urgestein. Ja, das ist eben genau das Thema 1973 Rallye-Weltmeister und das ist genau aus dieser Saison, ist ein original Leichtbauauto, 1800 Kubik Mignotet-Motor, also relativ selten das Auto. Warum muss es für Sie dieses Auto sein? Warum die Alpine? Ist es also der Underdog gegenüber dem 911 oder wo hängt das mit zusammen? Das kommt mehr oder weniger aus meiner Kindheit. Mein Vater, Rallye-Co-Pilot, in seiner Zeit auch mit Walter Röhrl gefahren. Und wurde als Kind immer schon von einer Rallye-Veranstaltung zur anderen mitgenommen und habe damals das erste Mal die 110er Alpine gesehen und bin in das Auto verliebt.
Für mich war klar, ich will irgendwann eine 110er Alpine haben, dachte mir eine normale Straßenversion. Dann war aber das Auto noch schöner und noch schöner. Habe fast 5 Jahre gesucht, bis ich das Auto in der Schweiz gefunden habe. Und dann noch mal 6 Jahre restauriert, bis ich jetzt wieder so dasteht, wie sie ursprünglich war. Viel Spaß am Wochenende und einen Riesenapplaus für die tolle Renault Alpine 1800. Komm ich. Und das, glaube ich, ist wieder das Steckenpferd von Siegfried Schlüter. Herzlich grüß Gott an die Nummer 91 und den Peter Pförtner. Wie fühlt sich das an, in so einem wunderschönen Auto zu sitzen und auch zu fahren? Es ist fantastisch einfach. Ja. Das Auto fährt im Vergleich zu anderen Vorkriegswagen, ist ja Vorkriegsfahrgestell, extrem leichtfüßig. Also man hat damals schon BMW, Leichtbau, was schon vor dem Krieg 1928 begonnen hat. Das ist wirklich sensationell. Es ist einfach zu fahren eigentlich. Aber man darf nicht vergessen, die Bremsen sind Vorkriegstechnik, die schmalen Räder sind Vorkriegstechnik. Er bremst wie ein Brezelkäfer, fährt aber 200. Da hinten der Veritas RS. So, liebe Zuschauer, wir kommen jetzt zu einem der lokalen Teilnehmer. Und ich muss sagen, ich kenne Michael jetzt auch schon ein paar Jahre. Er kommt aus einer absolut motorsportbegeisterten Familie. Sein Vater und er restaurieren hochwertigste Autos in der Nähe von Rahnstein. So, wir haben hier mal 7. Das ist typisches. Ich weiß nicht, gerade 7, ich gucke mal vorne, 37, also Vorkriegsauto und der berühmte 6-Zylinder-Reihenmotor vorne platziert. Davor hat er die Mille-Miglia gewonnen, 328, also BMW, damals schon extrem sportlich unterwegs. Wir freuen uns, dass ihr hier seid und vor allem wir freuen uns auf euch beiden, Frauenpower. Bertha Benz, das wissen Sie, ne? Der vor 110 Jahren, der hat da mit 3 Rädern. Alles klar, da passt ihr genau zwischen. Wir freuen uns auf die nächsten 2 Tage und gute Zeit. Und Applaus für unser Damenteam. Sophia Giannini, der war schon da. Ich weiß. Er hat Automobilgeschichte geschrieben, der Künstler, so möchte ich es mal sagen, obwohl er auch ab und zu mal in Richtung Amerika geschaut hat, weil es gab ja noch andere Jungs, die technisch gut unterwegs waren. Ja, damals wäre... BMW ist damals gekommen, glaube ich. Ja, die kamen auch so lange, aber der Bugatti war in den Grand Prix eigentlich unschlagbar, so muss man das sagen. Ja? Ja, genau so ist das. Und wir freuen uns. Jetzt werden wir mal starten und dann holt er richtig Luft und dann macht er auch richtig Lärm. Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind mit 20, 25 Autos unterwegs auf die Gasometerkurve in Monte Carlo. Jeder will gewinnen. Helmut, da musste man schon, wir sagen, viel Mut haben. Oder wie Oliver Kahn immer zu sagen kriegt, Eier. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Meine Frau schimpft damit mir, wenn ich sowas sage. Also, danke und Applaus. Und der C51, der hinten eine leichte, elastische Verformung hinlegt. Gott, dem Georg Distler, der uns dieses Jahr nicht sein Panamericana-Auto präsentiert, sondern einen wunderschönen, ebenso toll aufgebauten Jaguar XK 140 Coupé, Fixed Head Coupé. Und ja, wünsche Ihnen ebenfalls gute Fahrt und wir sehen uns in den nächsten 2 Tagen am Start. Und Applaus, meine Damen und Herren, für dieses wunderschöne Auto mit dem, ich würde jetzt nicht sagen historischen Fahrer, aber erfahrenen Driver in dem Jaguar XK 140. So, und da haben wir diese Monomille rausgekommen. Und ja, da ist jetzt der Monomille-Motor drin. Das heißt Monomille, eine Nockenwelle, oben liegende Nockenwelle. Eine oben. Deswegen Monomille. Genau. 1000 Kubik. Kubik, genau. Und toll, dass Sie uns auch dieses Fahrzeug zeigen. Ciao. Und Applaus auch für Werner Hagen, der ja noch baut an dem Originalmotor, um wirklich komplett das Auto hier vorzuführen. Ich bin froh, dass wir zum 356er kommen, sollen wir wieder ein bisschen schauen. Nochmal Erfolg.
am Berg und viel Spaß. Und ich hoffe, dass ihr auch 2019 oder 2020 wieder in Le Mans dabei seid, damit ihr wieder vom Achim die Einladung bekommt. Auf jeden Fall jetzt erstmal ein schönes Wochenende am Berg. Von Porsche nach England, meine Damen und Herren. Wir sind beim Triumph TR4 aus dem Jahre 64 und der Mann, der hinter dem Steuer sitzt. Ja, wir haben Namensgleichheit, aber sind nicht verwandt miteinander. Ja, wissen wir noch nicht, wir sind noch am Falsch. Reinhard Meyer bringt diesen Triumph TR4 nun schon zum dritten oder vierten Mal ans Rossfeld. Nur für mich privat. Super, glaube ich gerne, auch voll poliert, super schönes Auto, ich habe es auch oft schon auf dem Salzburgring damit gesehen. Viel Spaß das Wochenende hier am Berg. Genau. Nächste Woche am Das Auto ist immer wieder toll anzuschauen. Ich freue mich, dass auch ein BMW 700er wieder mit am Start ist und dass Sie Ihren Urlaub praktisch so verbringen. Vielen Dank, Florian Ingel, BMW 700. Wir kommen zu Ferrari, meine sehr geehrten Damen und Herren. Peter Macchina aus Italien, die Nummer 31. Und gutes Wochenende in Mosel. Gutes Wochenende wünschen wir auch für den Starter, den Nils Toschek. Der bringt eine Alfa Romeo GTA M aus dem Jahr 1970 nach Berchtesgaden. Zwei Liter Umbau, 210 Pferde. 70er Baujahr, 4 Zylinder, Michel Stoschek und Guido Brasch. Und wir sehen uns morgen wieder vorne im Start. So, dann haben wir ein... Das war Karl Schelmer, sage ich ja gerade. Der hat eben diese, der ist rübergeflogen nach England, hat sich mit den Eignern von AC Autocraft zusammengesetzt und hat dort das erste Auto dort umbauen lassen mit einem V8-Motor. Der Helmut, die moderieren so top, dass sie sagen, da müssen wir dabei sein, also ihr seid es jetzt. Danke und Applaus für dieses, ich sage mal, Ford-Auto so, aus der damaligen DDR. Grüßen Sie mit mir den österreichischen Schauspieler und Comedian Seifenstein, im wahren Leben genannt Rudi Rubinek, aus der bekannten österreichischen Comedy-Serie Wir sind Kaiser, der Hofmarschall. Ich freue mich ganz besonders, Herr Rubinek, Sie hier im Berchtesgaden begrüßen. Das erste Auto war schon ein Oldtimer. Den habe ich damals geschenkt bekommen. Wunderbar. Und damit entlasse ich Sie. Wir sehen uns morgen und übermorgen am Start. Viel Erfolg, viel Spaß am... Okay, viel Spaß! Porsche 911 RS. Und jetzt gleich wieder der Schwenk zur englischen Fraktion, zur Triumph Factory. Und zwar haben wir hier mit der Startnummer 28 den Triumph TR2. Viel Spaß bei uns hier im Berchtesgaden und wir sehen uns morgen und übermorgen am Start. Wiederschauen. Servus. Ja, Rebo, du hast angesprochen. Und ich freue mich, dass wir hier im Berchtesgaden so ein Auto präsentieren dürfen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß am Rossfeld in den nächsten zwei Tagen. Mit der Daytona Coupe, wie die Amerikaner sagen. Ja, den Spaß wird er sicher haben. Also Bauer ist genug da, Lärm wird auch genug machen. Viel Spaß den Herrschaften. Alles Gute. Wir sehen uns morgen. Alfa Romeo Giulia Di Super 64. Wenn man schlecht falsch aufbiegen kann. Aber noch was zu eurem Auto. Da Giulia, das ist ein Auto aus dem Jahr 1964, 1600 Kubik, aber nichtsdestotrotz stehen 130 PS auf dem Zettel. Habst du also ordentlich was gemacht? Serienmäßig, glaube ich, haben die ein bisschen weniger gehabt. Dass wir hier so ein Auto auch am Rossfeld präsentieren dürfen. Ich wünsche euch, Ihnen, dem Vater-Sohn-Team hier, viel Spaß am Berg und wie der Hannes gesagt hat, möglichst kein Verfahren. Wiederschauen, danke. Zum Verfahren, meine sehr geehrten Damen und Herren, habe ich eine kleine Story. Und zwar Instant Classic vor vielen, vielen Jahren. Und über lange Jahre ist Sir Stirling Moss...